Morgen. Arbeitsbeginn für Alexa. Der 29-Jährige kommt aus Rumänien und arbeitet seit fast 3 Monaten in der Bäckerei der Brotretter. Rumänien ist ein bisschen schwer für mich, weil ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich habe 10 Klassen gemacht. Aber hier ist anderes sowas. Wenn ich mache, arbeite, muss auch korrekt, weil ich mache gerne Arbeit. Mit Geld, weil ich habe 2 Kinder. Muss auch essen, muss auch trinken. Ich habe eine Wohnung. Dies ist Alexas erster fester Job. Früher war er Straßenmusiker, hat Zeitungen verkauft, ohne festen Wohnsitz. Dann das Angebot, bei den Brotrettern zu arbeiten. Vielen Dank, schönen Tag noch. Ihre Filiale liegt im Hamburger Stadtteil Lohbrügge. Alle Backwaren sind Überbleibsel einer großen Bäckereikette und deshalb günstiger. Stefan Karrenbauer ist Sozialarbeiter beim Straßenmagazin Hinz und Kunst. Zusammen mit der Bäckerei Junge hat er die Idee entwickelt. Dem Brot und den Menschen eine zweite Chance geben. Also das heißt, das Brot vom Vortag wird hier verkauft für weniger als die Hälfte des Geldes und eben halt Menschen, die aus dem Arbeitsleben ja entweder noch nie einen Platz gefunden haben oder rausgeflogen sind, nämlich auch ehemals Wohnungslose, bekommen hier eine zweite Chance. Insgesamt 5 ehemalige Zeitungsverkäufer haben bei den Brotrettern einen Job bekommen. Vassili arbeitet als Fahrer. Er kommt gerade aus Lübeck zurück, aus dem Großlager der Bäckerei Junge, mit Backwaren vom Vortag. Ab 10 Uhr verkaufen die Brotretter sie dann im Laden. Mit dem Brot kommen auch die Kunden. Das ist Roggenbrot. Unterstützung bekommt Alexa von erfahrenen Verkäuferinnen. Von ihnen hat er zum Beispiel gelernt, wie viele Brotsorten es in Deutschland gibt. Wigmascher Vollkorn, Hanseate Nummer 1, Krustikum, weil ich habe schon die Schilder gemacht. Ich kenne das Familienglück, das Alexbrot, das Baumweiz und Sandwichbrot. Und das ist geschnitten, alle Brot geschnitten. Und der Rest, die Kuchen auch. Ich kenne auch. Das ist kein Problem, ist nicht so schwer. Und auch die Verständigung mit den Kunden klappt immer besser. Vielen Dank, alles Gute. Danke auch. Tschüss. Alexas Vertrag bei den Brotrettern läuft erstmal 1 Jahr. Für ihn und seine Familie bedeutet das den Einstieg in die Kranken- und Sozialversicherung und somit in die Gesellschaft. Und jetzt ist gut für mich. Ist besser. Von meiner Familie, von meinen Kindern, von mich auch. Weil Arbeit ist Arbeit. Und die ist heute erstmal beendet. Morgen geht es wieder früh raus, 5 Uhr. Für die Brotretter kein Problem.